Ein wichtiger Faktor für dein Google-Ranking ist die sogenannte Bounce Rate. Das ist der Anteil an Shop-Besuchern, die auf deine Seite kommen und ohne Aktion, ohne irgendwas anzuklicken, deine Seite sofort wieder verlassen. Das kostet dich wertvollen Umsatz, weil deine potenziellen Kunden einfach nicht das finden, was sie suchen und sofort wieder abspringen. Das wiederum wirkt sich negativ auf dein Google-Ranking aus und du generierst weniger organischen Traffic. Ich zeige dir heute 4 Tricks, mit denen du die Bounce Rate in deinem Shop verringern kannst. Let's go! Schritt 1. Zeige deine Produkte ganz oben im Above-the-Fold-Abschnitt. Das ist der, den deine Kunden zuerst sehen, wenn sie auf deine Seite kommen, ohne dass sie scrollen müssen. Deine Kundinnen und Kunden müssen sofort und unmissverständlich sehen, worum es geht und ob sie bei dir finden, was sie suchen. Gute Beispiele hierfür sind die Shopify-Shops von Gymshark, Tastillery, Allbirds oder auch Snox. Alle diese Seiten stellen ihre Produkte im Above-the-Fold-Teil in den Fokus. Auch Anmeldungen für Newsletter oder andere Opt-ins helfen dir im Above-the-Fold-Abschnitt nicht, wenn dein eigentliches Produkt oder deine Dienstleistung dort dafür keinen Platz mehr finden. Schritt 2. Stelle sicher, dass deine Schrift groß genug ist. Wenn das Lesen durch eine zu kleine Schrift für deine Kunden zu anstrengend ist, verlassen sie die Seite wieder. Das ist besonders bei mobilen Endgeräten der Fall. Schrift bietet sich außerdem an, um deine Kunden durch deine Seite zu führen und zu steuern. Die klare Unterscheidung von Überschriften und Fließtext durch Schriftgröße, Schriftfarbe und Schriftart hilft deinen Kunden, sich zurechtzufinden und einen schnellen Überblick zu bekommen. Mit Schrift schaffst du Hierarchien und steuerst die Augen deiner Kunden. Shopify-Shops, die mit Schrifteigenschaften schöne Hierarchien schaffen, sind zum Beispiel Freeletics, Sportex oder Happy Coffee. All diese Seiten nutzen eine große Headline mit einer kleinen Subheadline, um die Augen auf natürliche Weise zum Call to Action hinzuführen. Deine Schriftarten und Schriftgrößen kannst du im Editor deines Themes einstellen. Dazu klickst du einfach auf Online-Shop, Themes, Anpassen und dann auf die Theme-Einstellungen. Sollten dir die Voreinstellungsmöglichkeiten deines Themes nicht ausreichen, kannst du diese auch direkt im Code individualisieren. Schritt 3. Halte deine Seiten und Unterseiten minimalistisch. Zu viele Informationen, Call-to-Actions oder Newsletter-Anmeldungen und Pop-ups lenken vom eigentlich wichtigen Inhalt deiner Seite ab. Das verwirrt und nervt deine Kunden. Genauso verhält es sich auch mit Farben. Weniger ist mehr. Die Optik deiner Seite soll den Kunden durch sinnvoll platzierte Elemente und schickes Design zum Kauf hinführen und nicht gefrustet davon weg, weil er sich nicht zurechtfindet oder von der Informationsflut überfordert wird. Es gilt wieder, Produkte in den Fokus stellen. Eine sehr gute, minimalistisch aufgebaute Shopseite hat zum Beispiel Waterdrops. Klares Produktvideo im Hintergrund mit einem simplen Schriftzug und einem CTA in Form eines Buttons. Kein Schnickschnack, nur das Wichtigste. Schritt 4. Nutze die Macht von visuellem Content. Bilder und Videos lockern Websites auf und halten Kunden bei Laune. Neben aussagekräftigen Produktbildern sind auch Produktvideos sehr beliebt. Dadurch gewinnen Kunden einen besseren Eindruck vom Produkt und verweilen länger auf deiner Seite. Auch die Vorteile und Eigenschaften deiner Produkte kannst du über Bilder spielerisch hervorheben. Das Unternehmen Snox macht das besonders gut und zeigt über visuellen Content die Besonderheiten seiner Produkte auf. Ebenso gut macht es Freeletics, die einen Teil ihrer angebotenen Sportartikel anhand von Produktvideos im Einsatz zeigen. Ebenso kannst du in Shopify über Apps Kundenbewertungen mit Bildern auf deinen Seiten einbinden. Wenn du diese 4 einfachen Tricks anwendest, verweilen deine potenziellen Kunden länger auf deiner Website und deine Bounce Rate geht zurück. Das hilft dir langfristig in Google höher zu ranken, dadurch mehr organischen Traffic zu generieren und letztlich mehr Umsatz zu machen. Wir hoffen, das Video hat dir geholfen. Wenn du weitere Tipps hast, wie du die Bounce Rate verringern kannst, schreib sie gerne in die Kommentare. Ansonsten Like da lassen, Channel abonnieren oder schau auch mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.